Huhu, Leute, ich bin Flascha, willkommen zu Let's Play Ultimate Doom. Wir sind im Level E1 M5 Phobos Lab. Es ist das sechste Level in der ersten Episode von Ultimate Doom. Bevor ich es vergesse, natürlich das Wichtigste zuerst. Der Soundtrack zu diesem Level heißt Suspense. Und wir werden hier direkt von Anfang an von Gegnern angegriffen, sogar von ziemlich vielen. Darum habe ich jetzt einfach mal in weiser Voraussicht ein bisschen gewartet, da an meiner Spawn-Position, und habe gewartet, dass die Gegner einfach von alleine kommen, sodass ich sie nicht irgendwie pulle und dann in zu viele reinlaufe, vor allem nicht in Shotgun-Guys reinlaufe. So, hier müssen wir hin, damit sich diese Brücke hochfährt. Wenn wir hier nicht hingehen, an diese Stelle, wo wir gerade sind, fährt sich auch diese Brücke nicht hoch. Allerdings wird die benötigt, darum bin ich jetzt auch als erstes hier hingegangen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, hochzugehen oder durch diese Tür. Hier am Anfang gibt es sonst weiter nichts. Ich gehe als erstes hier hoch und sehe jetzt da schon ganz viele Gegner. Das Gute ist, wir können von hier schon einen Großteil der Gegner töten. Darum mache ich das jetzt auch, damit die uns gleich nicht mehr nerven. Wir haben hier eine ganz gute Position. An einer erhöhten Position zu sein, ist ja sowieso immer ziemlich gut und man hat taktische Vorteile. Hier in Doom bringt das jetzt eigentlich nichts, aber halt im echten Leben ist das so. Von daher, mache ich das jetzt einfach mal so. Hier sieht schon wieder ein bisschen komisch aus, das zerballer ich mal und mache hier das erste Secret aus. Gibt eine Shotgun, bisschen Rüstung und dann gehen wir hier rein. So, zack. Hier kriegen wir den gelben Schlüssel und können auch schon direkt wieder ein paar Gegner aus Entfernung killen, die uns dann später zum Glück nicht mehr im Weg stehen werden. Passt natürlich immer ein bisschen auf die Shotgun-Typen auf. Da hat gerade ein Shotgun-Typ einen anderen Shotgun-Typen erschossen aus Versehen, weil er im Weg stand. Kriegen hier den gelben Schlüssel und hier kommen wir erst ganz am Ende des Levels hin. Allerdings, dadurch, dass ich hier diesen Sourceport spiele, könnte ich hier theoretisch durchspringen. Mit Springen und Ducken kann ich hier schon durch und im Prinzip jetzt schon ziemlich weit zum Ende des Levels kommen. Das ist aber ziemlich unfair, darum gehe ich auch wieder zurück und gehe den normalen Weg weiter. Hier sollten jetzt den Leuten, sollte euch direkt das nächste auffallen. Die Wand da hinten ist rot anstatt grün. Darum kann man da auch rein und wir finden ein Secret mit einer blauen Armor, die uns 200 Rüstung gibt und Raketenwerfermunition aus dem Shotgun-Munition und wir sind hier wieder am Anfang. Nachdem wir jetzt alle Wege gegangen sind, können wir jetzt auch hier hin, wo gerade die ganzen Zombies waren, die wir schon getötet haben, zumindest alle bis auf zwei. Wir können jetzt hier direkt den nächsten Gegner töten von hier unten. Das Coole ist, man muss die Gegner halt nicht mal richtig sehen und kann sie trotzdem treffen. Ziemlich cool. Und vor allem gerade die Pinkies und auch zum Teil auch die Zombies können so weit gar nicht schießen. Von daher ist es ziemlich cool, dass wir die von hier schon alle töten können. Haben jetzt glaube ich alles gekillt und können jetzt mit unserem gelben Schlüssel hier durch diese Tür und kriegen es direkt mit wieder mit Pinkies zu tun. Zack, und jetzt ganz viele ballern wir einfach mal die ganze Zeit in der Hoffnung, dass wir auch direkt da unten irgendwas Aua voll ins Gesicht gekriegt. Das Witzige ist, man muss zum Teil die Gegner noch nicht mal sehen und kann sie trotzdem treffen. Ja, da haben wir gerade irgendwas erschossen. So, jetzt gehe ich aber mal runter. Ja, okay. Diese Map ist übrigens, diese Map vielleicht noch nicht, aber diese und die nächste sind dafür bekannt, dass es hier ziemlich fiese Fallen gibt. Hier bin ich auch schon einmal gestorben, denn wenn man hier hingeht, öffnet sich gleich hinter uns hier diese Tür und ganz viele Viecher kommen raus. Die müssen jetzt alle ganz schnell töten, so schnell es geht, da auch Gegner von hinten kommen, was auch kacke ist. Es öffnet sich nämlich auf beiden Seiten so eine Tür, auf beiden Seiten dieses Ganges. Darum müssen wir möglichst schnell alle töten. So, das haben wir geschafft. Zum Glück wusste ich das. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, dann geht man hier auch schon mal ganz schnell kaputt. Wenn aus diesem... Hä? Hier ist noch... Ich höre doch noch irgendwo Gegner. Na, egal. Ich gehe jetzt erstmal hier, weil hier sind nämlich auch noch Gegner. Wie ihr seht. Und wenn man direkt... Diese Gegner hier sind aber von Anfang an da. Also wenn man direkt hier hingeht... Und auf einmal kommen dann noch von hier und von hier auch noch Gegner. Dann ist man mal ganz schnell umsingelt und kann nicht mehr weiter. Eine gute Ausweichmöglichkeit ist hier hinzugehen, hier rein, diesen Radiation Seal zu kriegen, hier reinzugehen, die Kettensäcke zu kriegen und hier hinzugehen und die Soul Sphere zu kriegen. Direkt drei Secrets auf einem Haufen.
gehen wir wieder zurück. So. Den Radiation Suit nutzen wir jetzt natürlich, um hier hinzugehen. Allerdings kommen dann hier auch wieder Gegner runtergefahren. Also ihr seht schon, das ganze Level ist voller Fallen. Aber das nächste Level wird noch ein bisschen schlimmer. Jetzt können wir uns hier hochfahren lassen. Um hier hochzuspringen, kriegen wir eine Box of Bullets. Wir können diesen Knopf drücken. Hoffen, dass die... Ja, jetzt kommen die Dinger nochmal runtergefahren. Sehr gut. Fahren hier hoch und kriegen wieder eine blaue Armor für 200 Rüstung. So. Gerade haben wir auch gesehen, dass hier immer so Dinger hoch und runter fahren. Auf beiden Seiten hier auch. Hier auch hier bringt es nichts hochzufahren. Allerdings hier ist ein Secret. Kann man hier rein. So, hochfahren. Gegen diese Wand drücken und man kommt hier rein. Kann hier noch eine Wand öffnen und ja, kommt hier das allererste Mal zu einem Teleporter, den man auch selber benutzen kann. Ich brauche mal einen blauen Schlüssel, um hier weiterzukommen. Das hier ist das allererste Level in Doom, wo man ja mal einen Teleporter selber nutzen kann. Hier, wenn man hier durchgeht, kommt man wieder hier hin. Da hat man gerade die Tür geöffnet mit einem Knopf. Ich gehe jetzt aber einfach mal spaßeshalber durch den Teleporter. Ja, und bin wieder am Anfang des Levels. Also, soweit hat es uns jetzt nicht wegteleportiert. Wir haben jetzt allerdings, können jetzt allerdings hier lang. Gehen auch einfach mal hier hoch und kommen dann hier hin, wo wir gerade schon mal richtig aufgeräumt haben. Hier bin ich durch das Fenster gesprungen. Sind jetzt also wieder hier. Das alles, was wir jetzt gemacht haben, hätten wir also abgekürzt, wenn ich hier einfach durch das Fenster gesprungen wäre und hier weitergegangen wäre. Das ist aber natürlich ein bisschen unfair. Darum der normale Weg. Töten hier noch die Pinkies. So. Ja, kleiner Fun-Fact am Rande. Diese Map hier kam mal in einer Folge von Family Guy vor. Also man hat Gameplay-Footage von diesem Level hier in einer Family Guy-Folge gesehen. Da ist irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendwer ist auf dem Dreirad hier durch dieses Level gefahren und man hat ein bisschen ja von dem Level gesehen. Ja, das war es eigentlich auch schon, das Wichtige hier zu diesem Level. Hier gibt es noch ein sehr verstecktes Geheimnis, wie ich finde. Bisher konnte man eigentlich alle Secrets immer irgendwie erkennen an den Wänden. Hier sieht man allerdings überhaupt nicht, dass man hier diese Wand hochfahren kann. Finde ich ein bisschen komisch, aber ja, wer einfach an den Wänden entlangläuft und die ganze Zeit benutzen drückt, findet das halt. Und hier kriegt man ein Item, das ist eine Arena-Map, Computer-Area-Map. Area-Map. Und dann hat man die komplette Karte aufgedeckt, wie ihr seht. Allerdings, ja, hier werden auch Geheimräume dann angezeigt. Und da, wo wir noch nicht waren, das ist alles grau. Darum drücken wir jetzt einfach mal hier und gehen dann in diesen grauen Bereich. Finden hier wieder ein paar Gegner. Weit ist das Level jetzt zum Glück nicht mehr. Glaube ich zumindest. Vielleicht irre ich mich auch und es ist noch riesig. Aber ich kann einfach mal auf meine Map gucken und wir sehen, so viel ist es nicht mehr. Aber ein bisschen ist es noch. Wir können auch mal gucken. Wir haben jetzt 107 von 131 Monstern getötet. Also, ja, viel ist es wirklich nicht mehr. Zack, machen die alle weg. Die haben wir auch schon von da unten alle getötet gehabt. Scheiße, der Ding. Nein. Boah, auf den haben wir gerade nicht aufgepasst. Haben jetzt hier einen blauen Schlüssel bekommen. Hier kriegen wir noch ein Spectre zu Gesicht. Und mit diesem Knopf öffnen wir jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, nur dieses hier, dass wir jetzt auch wieder zum Anfang des Levels zurück können. Und können dann hier in diesen blauen Gang. Ja, und gehen hier schnell in ein Geheimnis rein, hier richtig schnell. Und das Coole ist, weil es hier ja so dunkel ist, kriegen wir hier ein Nachtsichtgerät und können jetzt auch im Dunkeln gucken und sehen die Gegner alle richtig cool. Jetzt kann uns also hier im Dunkeln im Prinzip nichts mehr überraschen. Das Blöde ist, die Gegner sind durch diese Dunkelheit hier nicht eingeschränkt. Wir können uns also trotzdem sehen. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Gegner das mit der Dunkelheit hier nicht stört. Aber egal. Wir können ja jetzt auch sehen, von daher ist es eigentlich fair. Haben jetzt hier noch ein paar Sachen eingesammelt. Hier ist eine Tür, da können wir nur abkürzen. Bringt nichts, ist auch kein Secret oder sowas. Uns fehlen jetzt noch genau 3 Monster und ein Secret. Wenn wir hier reingehen, finden wir die Monster auch. Ach, weißt du was? Verwegen wir jetzt einfach. Denn die Kettensäge ist schließlich die geilste Waffe hier in Doom. Na, die geilste vielleicht nicht, es gibt noch eine geilere, aber die Kettensäge kommt direkt an Position 2 und ich meine, in welchem Spiel kann man schon mal richtig mit einer Kettensäge steil gehen? Wenn nicht in Doom, also muss man das auch nutzen.
Und ja, hier sehen wir, die Wand sieht wieder ein bisschen anders aus, können hier rein. Ja, das zählt dann schon als Secret gefunden, sind aber nur wieder in diesem Raum mit dem Teleporter. Das heißt, wenn wir den blauen Schlüssel gefunden hätten, hätten wir auch hier lang gehen können, um hier direkt zum Ausgang zu kommen. Wirklich abgekürzt hätten wir damit nicht viel, weil hier ja die andere blaue Tür ist, also naja, egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle Gegner getötet, alle Secrets gefunden und verlassen das Level. So. Ja, cool. Gehen also direkt weiter ins Central Processing. Sind jetzt hier im nächsten Level. Das Level ist E1M6 Central Processing. Ist ein bisschen länger als das andere noch, glaube ich. Werden hier ja direkt wieder mit Gegnern am Anfang konfrontiert. Haben jetzt hier die Möglichkeit, ja in drei Wege zu gehen. Ich gucke das mal konkret da. Ja, man muss direkt in alle Richtungen gucken, da man sonst ja, von zwei Seiten attackiert wird. Zwei Frontenkrieg. Ja, war noch nie unsere Stärke. Davor hatte Bismarck ja schon immer Angst. Aber hier, das hier ist keine Geschichtsstunde. Zwei-Fronten-Krieg ist einfach scheiße. So, in diesem kleinen Raum, da sind drei Gegner. Da können wir, die können wir töten, indem wir die Barrels da zerschießen. Finden jetzt hier drei zerfetzte Leichen vor uns. Wunderbar. Kriegen hier noch ein bisschen Munition und anderen Scheiß. Hier geht es schon mal nicht weiter. Hier brauchen wir nämlich den roten Schlüssel. Hier gehen wir gleich lang und darum gehen wir erstmal nach hier und töten hier nach Möglichkeit alle Gegner erstmal weg. Möglichst ohne die Power. Ohne die ganzen, hier diese Kisten zu zerballern. Sammeln erstmal alles ein. Und dieses Level ist wirklich für seine Fallen bekannt. Nebenbei, der Track heißt übrigens On the Hunt für alle Interessierten. Und, dieses Level hier, wenn ich mal auf die Karte gucke, hat 177 Gegner. Das ist das meiste, was überhaupt in Doom vorkommt. Das heißt auch in keinem anderen Doom-Level, auch nicht in Ultimate Doom und in den späteren Kampagnen, kommen so viele Gegner vor wie hier. 177, also das Level mit den meisten Gegnern. Und wenn ich diesen roten Schlüssel einsammle, wird direkt eine Falle ausgelöst. Eine richtig krasse Falle, da muss man auch ein bisschen drauf vorbereitet sein. Allerdings, wenn man den Schlüssel nur wenig berührt, ich gucke jetzt mal, ob ich es hinkriege. Ja, wenn man den Schlüssel nur wenig berührt, gerade so einsammelt, geht die Falle nicht los, wie ihr seht. Tja, so kann man die Falle umgehen und normalerweise geht hier auch die Tür zu und man kommt nicht mehr zurück. Das heißt, man muss sich dann durch diese Falle durchkämpfen. Ich werde sie jetzt einfach mal auslösen und dann gehen hier überall Türen auf und überall kommen Gegner raus, wie ihr seht. Baller jetzt hier auch erst voll los. Baller hier alles los. Die Kettenreaktion nach hinten aus. Hau hier alles weg, so schnell es geht. Und dann stehen hier jetzt noch welche um die Ecke, die dann nämlich nicht einfach so rauskommen. So, perfekt. War's das jetzt? Und ihr seht, hier sind überall Türen aufgegangen, wo Gegner drinne waren. Also wirklich aufpassen, Leute, hier an dieser Stelle. Und ja, es wird aber noch ein bisschen fieser in diesem Level. Wir haben jetzt auf jeden Fall den roten Schlüssel, können hier auch wieder zurück. Gehen aber, bevor wir durch die rote Tür gehen, glaube ich erstmal... Nee, wir gehen erst zur roten Tür. Gehen hier rein, töten diese Zombies. Hier ist übrigens alles voll mit diesen Zombies. Knallen alles ab, möglichst ohne selbst getroffen zu werden. Hier wäre die andere rote Tür, ist eigentlich egal, in welche man reingeht. Hier gibt es direkt die nächste Falle. Wenn wir hingehen, geht hier eine Tür auf und da stehen Sachen drin. Darum habe ich einfach mit dem Raketenwerfer reingewichst und die kaputt gemacht. Und hier kriegen wir den blauen Schlüssel. Der löst keine Falle aus, sondern die Falle geht schon vorher los. Ja, das hier sieht schon wieder sehr verdächtig aus mit solche. Ihr könnt euch denken, da gibt es ein Secret. Darum springe ich jetzt mal hier schnell um eine Ecke, um diesen Radiation Suit einzusammeln, damit uns das hier nichts mehr tun kann. Darum renne ich jetzt hier hin, finde ein Secret mit einer Soul Sphere. Das passt gerade sehr gut, weil ich hatte nicht mehr so viel. Raus kommen wir wieder hier und das zählt dann auch direkt als nächstes Secret. Obwohl es die einzige Möglichkeit ist, wie man aus dem Sumpf wieder rauskommt. Also wenn man einmal da reingesprungen ist, ja, hat man eigentlich gar keine andere Wahl, als dieses Secret zu finden. Wir haben wieder 200 Leben, 200 Armor. Und was mir gerade aufgefallen ist, ich habe zu diesem blauen Ding, was ich gerade eingesammelt habe, was uns 200 Leben gegeben hat, habe ich Soul Sphere gesagt und nicht Supercharge. Das liegt daran, dass in dem, ja, in der Beschreibung zu Doom, in dem Manual, was dem Spiel beiliegt, wird dieses Item Soul Sphere benannt. Im Spiel selbst heißt es allerdings Supercharge, also nicht wundern, man kann beides sagen, sowohl Soul Sphere als auch Supercharge. Wir sind jetzt wieder hier am Anfang. Ja, und jetzt ist eigentlich nur noch ein Weg da, also nehmen wir den auch.
können jetzt hier im Dunkeln sehen, das bringt dir nichts, eigentlich nichts, weil dieses Level nicht so dunkel ist. Darum finde ich es ein bisschen sinnlos, dass das jetzt hier ist. Aber egal, wir können wenigstens die Gegner dadurch ziemlich gut sehen und erkennen. Darum meckere ich einfach mal nicht, dass wir das haben. Töten. Ja, Pinkies sind witzig. Ach ja. Weil die nur Nahkampfattacken haben und die darum uns. Ja. Solange wir genug Platz zum Umlaufen haben, die uns nie Schaden machen. Hier haben wir eine gelbe Tür, durch die wir noch nicht durch können. Hier haben wir eine weitere gelbe Tür, durch die wir nicht durch können. Und noch eine gelbe Tür, durch die wir nicht durch können. Hier können wir hoch, um einen Shotgun töten und ein Pinkie zu finden. Uns gibt es hier oben aber nichts. Ja. Da alle Türen gelb sind, ist das hier der einzige Weg, den wir noch gehen können. Wir töten erstmal alle Imps, die wir hier so finden, weichen so gut es geht diesen Geschossen aus. Wir töten die schon mal, damit sie uns gleich nicht mehr nerven. So. Und haben jetzt hier die blaue Tür, aber gehen erst nochmal zurück, denn hier ist wieder eine Falle losgegangen. Wenn wir da zur blauen Tür gehen, müssen wir jetzt hier ein bisschen aufpassen, nicht da kaputt geklickt werden. So, sieht aber gut aus. Ich finde auch cool, dass man die Spectres mit der Nachtsichtkamera so gut sieht. Da sehen wir einen geheimen Raum mit einem Radiation Suit. Da gehe ich aber noch nicht hin. Also sammelt den noch nicht ein und wurschtelt hier irgendwo im Grün rum. Den brauchen wir später noch dringender. Darum gehe ich jetzt hier auch erstmal weiter in die blaue Tür und hier sind wir in so einer Art Labyrinth. Das ist jetzt hier so aufgebaut. Ganz viele solche Räume mit verschiedenen Türen. Der Trick an dieser Sache ist ähnlich wie in Duke Nukem, einfach die ganze Zeit links bleiben. Wir sind jetzt also hier, können rechts und links, wir bleiben links, gehen also die ganze Zeit links und töten möglichst alle Gegner. Sind jetzt hier wieder in einem Raum mit drei Möglichkeiten. Wir machen es, wie ich bereits gesagt habe, aua, und bleiben links. Töten aber trotzdem alle Gegner, die kommen, weil sie uns sonst verfolgen und irgendwann alle vor uns stehen. Bleiben links. Das hier sieht schon wieder sehr verdächtig aus, vor allem weil da auch diese Armor-Dinger wie ein Pfeil auf diese Tür hier zeigen. Oh, wusste doch, da habe ich was gehört. Die töte ich aber erst noch hier. So. Wir können hier also rein, allerdings zählt das hier nicht als Secret. Hier finden wir allerdings die Automap. Jetzt kann man hier dieses Labyrinth auch sehen. Sieht ein bisschen kompliziert aus, sieht aber komplizierter aus als es ist. Hier bleiben, töten den noch eben. Bleiben aber sonst wieder links. Ja, bleiben links. Und finden hier einen Knopf, den wir auch drücken. Und bleiben weiterhin links. Gucken aber erst noch. Ja, das sammeln wir eben schnell alles ein. Töten wieder. Ja, das hier ist eigentlich auch schon der richtige Weg. Allerdings habe ich gesagt, ich bleibe links. Darum bleibe ich auch links. Hier lang, links, links, links. Töten den noch. Ja, und sind jetzt hier auch wieder da, wo wir gerade waren. Habe ich hier nicht noch irgendwas gehört? Nee. Gut, hier würden wir wieder zum Anfang kommen, wo wir am Anfang waren. Müssen jetzt aber hier in diese Tür rein. Haben hier auch schon mal alle Imps gekillt. Und wenn wir, ja, wie soll es in diesem Level anders sein, wenn wir die Karte einsammeln, geht hier eine Tür auf und dann ist der Scheiß steht drin. Das Spiel wird übrigens ab jetzt fast immer so sein, dass wenn wir irgendwas einsammeln, irgendeine Tür aufgeht und danach tausende Gegner vor uns stehen. Darum, ja, bewaffnet euch, bevor ihr irgendwas Wichtiges einsammelt. Auf jeden Fall schon mal mit dem Chain Gun oder dem Raketenwerfer. Jetzt haben wir den gelben Schlüssel, können jetzt also am Anfang des Levels durch die gelben Türen. Allerdings, wir haben jetzt die Automap und wenn wir jetzt mal auf die Automap gucken, sehen wir, dass hier ein grauer Raum ist, wo wir noch nicht waren. Normalerweise findet man dieses Secret nicht, weil die Wand hier ja auch normal aussieht wie sonst. Allerdings auf der Automap können wir sehen, dass hier ein grauer Raum ist. Drücken also hier einfach mal, können hier rein, finden den Raketenwerfer, können hier noch eine Tür aufmachen und sind jetzt hier, wo gerade der Radiation Suit war, zerballern hier jetzt noch, die da gespawnt sind. Die kommen übrigens hier aus diesem kleinen Gang. So, ich habe euch ja vorher gesagt, hier diesen Radiation Suit sollt ihr noch nicht einsammeln. Jetzt haben wir es gemacht, denn jetzt ist auch hier die Tür auf. Die hier konnte man vorher nicht lang, zumindest hier wäre dann Schluss gewesen. Wir können jetzt aber hier rein und finden somit hier ein weiteres Secret. Wunderbar. Haben jetzt 4 von 4 Secrets gefunden, das heißt wir haben alle, kommen jetzt hier nach draußen zu ganz vielen Shotgun-Typen, töten die natürlich alle von großer Entfernung, Möglichkeit. So, finden hier auch eine Soul Sphere, töten aber erst hier noch alle, die da oben in dem Fenster sind.
einfach mal auf gut Glück da oben reinschießen. Solange die Shotgun hier nicht gegen diese Tür schießt, treffen wir auch da oben irgendwas. Gegen die Wand schießt, meine ich. Wir können auch einfach mal springen und schießen. Um schon mal möglichst viele Gegner zu töten. Jetzt schießen wir wieder gegen... Ach nee, wir hören ab und zu noch irgendwas sterben. Ja, wir treffen da oben auf jeden Fall irgendwas. So, jetzt schießen wir aber wirklich nur noch gegen die Wand, das heißt, da ist schon mal alles tot. Versuchen das gleiche da oben auch. Na egal, waffen uns jetzt mit der Soul Sphere und einer Chain Gun, gehen hier rein und ja, finden ganz viele Gegner. Das heißt, wir haben noch nicht genug hier oben. Mann, kommt die denn? Ach, oh, scheiße, Mann. Ja, das heißt, wir hatten gerade noch nicht oft genug hier oben in das Fenster reingeschossen. Und stellt euch mal vor, ich hätte gerade nicht die ganze Zeit von da unten hier in das Fenster reingeschossen, wie viele Gegner dann hier wären. Dann macht man nämlich hier wirklich diese Wand auf und auf einmal steht man vor Hunderten von Gegnern und wird richtig zerfickt, aber richtig vom Feinsten. Darum sollte man auf jeden Fall schon mal vorher alles kaputt machen. Und ich habe gerade eine Soul Sphere eingesammelt, habe jetzt schon wieder nur noch 152, also ja... Da passt ein bisschen auf. Hier wären jetzt die Türen. Hätten wir also das Secret gerade nicht gefunden, könnten wir jetzt hier auch mit dem gelben Schlüssel durch diese gelben Türen, wo wir hier ja schon mal waren. Die gelben Türen, ja, führen uns alle in diesen Bereich. Dann würden wir hier auch hinkommen. Dann wäre es natürlich mit den Gegnern leichter gewesen. Daher wäre man hier nicht auf einmal direkt vor Gegnern gestanden. Aber was soll's. Wir drücken jetzt hier diesen Knopf. Machen somit diese Tür da auf. Und wichsen da jetzt wieder volle Kanne rein. Aber versuchen natürlich so wenig Leben wie möglich zu verlieren, denn gleich wird es nochmal krass. So, töten alles von Entfernung, dann kann man auch am besten ausweichen, gehen jetzt drüber. Zack. Töten hier alles schön, den Pinky noch. Gehen mal hier runter. So, langsam nähern wir uns auf dem Ende. Zack. Der noch, glaube ich, und dann da ist noch einer und da auch. Ich empfehle euch hier die Dinger schon mal alle zu zerstören. Diese Kisten, die explodieren können, die Barrels. Mir fällt gerade echt zum Verrecken nicht der deutsche Name für Barrel ein. Bin ich irgendwie dumm oder sowas? Hier für die Dinger. Ja, ich nenne sie jetzt einfach Tonnen. Ich glaube, Tonnen ist auch richtig. Oder Fässer. Ja, Fässer wäre richtiger, glaube ich. So, und jetzt haben wir hier alles eingesammelt. Haben jetzt hier einen Knopf. Ja, das hier sieht schon wieder alles sehr nach Falle aus. Und drückt um Gottes Willen nicht diesen Knopf. Geht nur zu dem Knopf hin, aber drückt ihn nicht, weil dann seid ihr richtig am Arsch. Ich zeig's euch jetzt mal. Hingehen, umdrehen, mit Raketenwerfer voll reinwichsen, Chain Gun rausholen, in eine Ecke stellen und dann mit der Chain Gun losballern. Weil nämlich und nicht aus diesem Ding hier rauslaufen, weil sonst können euch die Gegner auch von mehreren Seiten attackieren. Ja, und solange ihr im Prinzip hier drin seid, könnt ihr euch natürlich nicht angreifen. Beziehungsweise es passt immer nur ein Monster hier rein, in diesen kleinen Gang. Als ich das eine Mal hier reingelaufen bin, bin ich hier schnell raus. Ja, und dann wurde ich von allen Gegnern, von allen Seiten gefickt. Weil die Türen hier, die gehen auch zu, während man die Falle ausgelöst hat. Die gingen erst jetzt gerade auf. Das heißt, man kann auch nicht wieder zurückrennen. Das heißt, man muss hier kämpfen. So, und jetzt können wir auch hier in Ruhe diesen Knopf drücken, um diese Tür zu öffnen. Weil hier sind nämlich auch nochmal 6 Spectres drin. Ja, und wenn man, so wie ich das erste Mal, hier reinläuft, direkt den Knopf aufmacht, dann geht diese Tür auf und diese Tür auf. Dann hat man hier 6 Spectres, hier alle Gegner und hier noch welche. Ja, dann bin ich hier gestorben. Mehrmals hintereinander. Bis ich dann gemerkt habe, ey, vielleicht sollte ich mal den Knopf nicht drücken, damit die Tür hier nicht aufgeht. Ich guck mal eben, wir haben 4 von 4 Secrets, 176 von 177 Gegnern. Hier ist der letzte. Somit haben wir in diesem Level alles gemacht. Wir haben wieder 2 Level gepackt. Ich guck mal auf meinen schlauen Zettel, ob noch irgendwas fehlt. Nein. Ja, damit verabschiede ich mich von euch für heute. Das war Ultimate Doom. Morgen machen wir wieder 2 Level und schließen somit die erste Episode komplett ab. Das heißt, morgen werdet ihr auf jeden Fall den Endgegner sehen. Ich sag schon mal Tschüss. Ihr könnt jetzt noch sehen, den Abschlussbildschirm. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss, Leute.